vor 39 Jahren und macht doch nicht schlecht. Chancenlos natürlich, bislang in allen Belangen, aber die Rechte drin. Ja, da schiebt so der Ellbogen ein bisschen nach, der Peter Milasch. So, und dann hat er gedacht, der hat den Milasch in der Ecke und dann dreht er sich einfach mal um und jetzt geht's da in so einem Augenblick dabei. Backblock auch ganz schön geschlossen. Also viel durchgegangen ist nicht. Sechste Runde. Milasch wurde 2015 Profi. Machte erstmal so richtig auf sich aufmerksam, als er im Fußgewicht Petko-Schützen den André Pesic krachend K.O. schlug. Dann hat der Petkovic gedacht, na gut, wenn der so stark ist, dann hole ich mit dem mal in mein Team. Und nur drei kamen bislang über die Runden. Völlig überraschend, Toni Bilic, ein Sieg 12 Niederlagen bis zum Zeitpunkt. Landsmann aus Splittrasan, Jan Janin aus Bosnien und Herzegowina und zuletzt auch Francesco Leta, der inzwischen seine Karriere beendet hat. Hätte mehr draus werden können, ist aber nicht. Stoßen. Oh, oh, was sehen die jetzt an? In meinen Augen war das jetzt kein Niederschlag, aber juckt den Faktor wieder auch nicht groß. Zurückgetaumelt. Nochmal die linke. Und er wird immer schneller und immer aggressiver, der Peter Milasch. Oh, die rechte. Nimmt er. Hat er auch einen kleinen Cut. Da auf der linken Seite und nochmal Links-Rechts-Kombination. Da kommt das Handtuch geflogen. Hallo, aus, 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 Leute. Tommy Lodge stops Dennis Bakhtov in the sixth round. Becomes number 24 contender. Look at his box right. Kevin Johnson, Pianata, Cento Bakhtov, Andres Cosmo. He's only 23 years old, Croatian, man. I want to see him versus Filip Hrgović. Domestic fight. Let's get it. Number 24 contender, Peter Milosz, man.